So Leute, herzlich willkommen zum Tactics Tuesday. Mein Discord wollte da gerade aufploppen, warum auch immer. Da sind wir immer noch so merkwürdig. Naja, auf jeden Fall herzlich willkommen zum Tactics Tuesday. Wir spielen weiter Yu-Gi-Oh! Das dunkle Duell für den Game Boy Color. Im letzten Part haben wir River besiegt, Seeker, Pandora, Kaiba und sind jetzt in der dritten Welle und ja, haben diese vier Duellanten vor uns. Gegen Simon haben wir im letzten Part dann noch relativ hart verkackt. So, ich habe jetzt spaßenshalber gegen ihn nochmal gespielt und haben gerade gewonnen. Somit brauchen wir nur noch einmal gegen ihn spielen. Also noch einmal viermal gegen ihn kämpfen. Ja, was halt natürlich extrem geil ist. Ja, Crashkarte. Ja, wir haben natürlich einige neue Kärtchen auch bekommen. Ja, wir haben natürlich auch verstärkt ein paar Schattenkarten bekommen, die uns hoffentlich helfen. War schon krass, dass er uns hier zweimal Crashkarte reinjagt. Ich sag ja, die hauen uns Karten durch. Bandkreis nochmal. Jetzt meine Karte schwächer. Ich sag ja, die hauen uns hier Karten um die Ohren. Glaubt man gar nicht. So, ne? Naja. So, jetzt ziehen wir die erstmal 3000. Schade. Natürlich opfert er mein Monster. Aber bei einer 2000er Karte. Na, Bandkreis. Hast du Glück. Überlebst du mit 150. Schade. Na cool, jetzt sieht kein Monster und somit haben wir gewonnen. Du hast einen guten Start. Ach ja. Ach, wir haben doch. Ach. Nee, wir haben doch im letzten Part haben wir ihn doch noch besiegt gehabt. Klar. Also haben wir ihn jetzt schon das dritte Mal besiegt. Zweimal jetzt in Parts und einmal offscreen. Ja, ich wollte wie gesagt ausprobieren, ob wir gegen ihn eine Chance haben. Hatten wir in dem Fall. Ja, spielen wir mal eine Schattenkarte und jagen ihm 1-8 rein. Also, er ist fast aufgeschmissen, wenn wir mit Schattenkarten spielen. Was ich wiederum gut finde. Ja. Naja, gut. Aber die haben natürlich auch Träumekarten im Deck. Aber das hilft ihm jetzt nichts mehr, weil wir haben jetzt doch noch gewonnen. Ja, sauber. Giganto. Ja, bringt uns nichts. Alles 5-Sterne-Karten. Warte mal gucken, was passiert. Na ja, gut, hat er ja relativ schnell besiegt. Aber wir hauen ja auch richtig mäßig rein, so, ne? Also das muss man ja sagen. Er macht nichts. Okay, dann haben wir gewonnen. Ich habe 5-mal verloren. So merke dir folgendes. Der Stapel macht den Duellanten und der Duellant macht den Stapel. Das ausfällt, aber gut.
Statue des Osten. Denke ich mal, oder der Osterninsel. Naja. Nächster Gegner ist der gute Seto. Nenn mich Seto, wenn du denkst, ich bin wie die anderen. Steckst du jetzt wirklich in Schwierigkeiten? Gegen mich hast du keine Chance. Wahrscheinlich. Wir tasten uns erstmal vorsichtig ran. Klar, wir können jetzt auch einen Blitzstart machen und einfach BÄM machen. Ich rechne mit ihm einfach mit einer Raigeki-Karte. Okay, Grabscher. Aber momentan benutzt er die gleichen Karten wie Kaiba. Ha, sind ja die gleichen Personen. Ja, nur der eine ist vor 2000 Jahren und der andere ist in der Realität. Raigeki. Verdammt, was hat er? Scheiße. Kacke. Oh, das war dämlich. Das war dämlich. Ich glaube, wir haben keine Lichtkarten mehr. Naja. Gut, das Match haben wir verloren durch Dummheit. Ne, oder auch nicht. Denn er spielt den weißen Drachen und wir besiegen ihn mit Schatten. Haha. Krasser Scheiß. Ja, geil. Da musst du aber ein Monster spielen, wenn du schwarzes Loch jagst. Für einen Schattenmonster, meine Freunde. Scheiße, ey. Gut, dann haben wir gewonnen. Ich hätte gewinnen sollen. Ja. Sagi haben wir gekriegt. Cool. Der Beste macht dich bereit. Okay. Über 7000. War klar. Ne, Wind. Ach, Junge. Ich sag ja, die hauen hier Raigeki und schwarzes Loch rein, ey. Wie sie sich halt geil fühlen gerade. Ich meine, das stört mich jetzt eher wenig, solange ich meine guten Karten nachziehe. Cool, wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt, haben wir zweites Mal gewonnen. Danke. Minotauros, oh mein Gott. Geil. Ja, der kommt ins Deck. Minotauros ist geil, 1-7. Kommt der Biberkrieger raus und dann kommt der Minotauros da rein. Weil, hey, der hat viel Power. Das reicht mir nämlich als Grund. Megamorph. Ui, 2-1. Dämon. Wir haben zum Glück eine Lichtkarte. War klar. Noch ein Gargoyle. Als ob. Jetzt hab ich einfach zweimal Raigeki in der Hand, Alter. Ey, meine Güte.
Ja, Blitz. Wir greifen wie im Blitz an, ey. Einfach aggressiv angreifen. Klappt meistens immer. Ja, gut. Hier klappt es jetzt perfekt. Geil. Rotschnabel. 1550. Cool. Eine Karte, die wir benutzen könnten. Nee, du hast Schatten, ne? Hm. Ja, Opfer jetzt auch. Na klar. Stallogergrotte. Erde. Zerstören wir jetzt gerade, weil wir haben jetzt kein Waldmonster, Windmonster auf der Hand. Na, jetzt kommt natürlich Jin. Als ob. Puh, weißer. Na, jetzt ziehen wir Wind, ja, cool. Ne, gut, dann haben wir verloren. Schade. Sah gut aus, das wär, ja, gut, sah nicht gut aus. Boah, irgendwie sieht die Fresse von ihm ganz kacke aus. Nicht so gut animiert. So, hau rein. Als ob du die Karte nicht hast. Hätte jetzt voll mit gerechnet, dass mir das wieder wegbombt. Na gut. Hau ich dir 2000 rein. Ich habe 3,9 dann weniger. So, jetzt wird er wahrscheinlich Raigeki reinhauen. Gut, dann hat er nichts auf der Hand. Dann hat er nichts Gutes auf der Hand. So, 4-1. Der Ranzo. Cool. Also ich meine, ich beschwere mich jetzt nicht, dass er ein schwarzes Loch und 3 Gigi nicht nachzieht, so, ne? Ich meine, ich freue mich darüber, ne? Weil wir halt mit ihm jetzt den Boden aufwischen können, so. Aber ich meine, wir wurden gerade zerbombt die ganze Zeit, so. Wer hat das so eigentlich? Jo. Der haut dir da jetzt noch irgendwas richtig Fettes rein. Wie hier zum Beispiel. Hat wehgetan. Fünf-eins gewonnen. Sofern... Ja, geil. 5-mal hast du mich besiegt. Das nächste Mal wirst du eine bittere Niederlage erleiden. Ja gut, wir haben deinen Weißnapp bekommen. Kano der Kannibale. Gute Karte. So, jetzt ist Haishin dran. Oder Haishin heißt er ja. Ich bin Haishin, oder... Halt, in Forbidden heißt er Haishin. Erbe der alten Magie. Ich werde die Welt beherrschen. Du kannst mich nur aufhalten, wenn du siegst. Siege 5-mal und rette die Welt. Alles klar? Dann möchte ich die Welt gerne retten.
Alter. Ja, ich möchte mich hier auch nochmal entschuldigen. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt euch auch meine Projekte in den anderen Tagen auch anschaut. Ja, auf jeden Fall produziere ich ja vor momentan. Um halt immer jeweils ein oder mehrere Parts für den jeweiligen Tag zu haben. Okay, ich kann drei Runden nicht angreifen. Ja, so lange kann ich jetzt nicht angreifen. Ach du Scheiße. Mist, ich hätte Monster spielen müssen. Ne, auf jeden Fall. Ton rühren, okay. Natürlich merkt ihr, geil. Dämonen. Können wir dann trotzdem kaputt machen. Interessant, dass der Tonmonster spielt. Wusste ich gar nicht. Ne, auf jeden Fall bin ich in sehr, sehr vielen Videos aktuell, erkältet und am Husten und so weiter und ja, es tut mir in der Hinsicht natürlich sehr leid, dass man das dann mitbekommt und so weiter und ja, eigentlich sollte man sich auch schonen und so weiter, aber ich möchte ganz gerne auch die ganzen Projekte auch voranbringen. Ja, das ist halt schwierig. Nein, ich kann nicht verlieren. Doch, kannst du. Mechanikjäger, oh mein Gott, geil. 415. Na, gucken wir mal was. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man es sehr stark in den Parts hört. Ich drehe hier auch immer mein Mikro weg, wenn ich gerade leider husten müsste. Ja. Also, tut mir natürlich ziemlich leid. Also jetzt ernsthaft auch. Ich kenne das ja selber, das ist immer sehr störend. Jo, Jaranzo ist down. Hätte ich gedacht, dass er tatsächlich mal ein 1-5-Monster spielt. Umso besser. Haben ihm 4000 Damage gegeben. Was bestimmt richtig gut tut. War klar. Ich dachte so, komm. Aber leider Dämon. Scheiße. Jetzt hätten wir nämlich jetzt gerade einen Blitz besiegen können. Das wäre saugeil. Ja gut, das ist sowieso egal. Haben wir ihn besiegt. Yay. Gleiche Bestie, okay. Naja, könnt mir auf jeden Fall hier bezüglich mal ein Feedback geben, ob ich mich in Zukunft, wenn ich sowas, wenn ich halt erkältet bin zum Beispiel oder so, mich lieber schonen sollte. Ich sag mal so, wenn es mir richtig dreckig geht, so dann höre ich natürlich auf so, ne? Ist ja klar, weil man möchte sich ja dann auch schonen. 1-2 hat er übrigens hier ran, so cool. Ja, dann mache ich natürlich auch keine Parts, dann ist es halt so, ne? Ich meine, die Gesundheit ist natürlich viel, viel wichtiger als irgendwelche Folgen, so, ne? Und ist mir natürlich viel, viel wichtiger. Ja, aber mir geht es ja persönlich gut. Also gesundheitlich geht es mir gut, auch in den Momenten, wo ich halt in den anderen Aufnahmen auch. Ja, und da habe ich das dann halt auch nicht als schlimm erachtet.
Ja. Deswegen, ich hoffe, es ist nicht allzu nervig gewesen und wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen anhalten. Der ist sehr, sehr hartnäckig. Also den habe ich jetzt, oh, lass mich nicht lügen, 2 Wochen locker. Und ja, will halt nicht so einfach weggehen. Obwohl ich natürlich schon Medikamente nehme etc. Und ja, gut, vielleicht ist er jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme weg. Ne? Man weiß es nicht. Ja, nur möchte man jetzt gerne vorproduzieren und ich meine, wir kommen extrem gut voran und das freut mich ziemlich. So, 4-0 müsste das jetzt sein. Silberner Pfeil. Ich meine, wir haben Simon Moran besiegt, wir haben Seto besiegt. Ja, und jetzt sind wir schon beim 4-0 gegen Haishin oder Haishin. Wenn du gleich. So, Dämonen. Haben wir leider keinen. Kein Lichtmonster dabei, das ist ärgerlich. Ziehen wir auch erstmal nicht nach. Hätte mich jetzt gefreut, hätte er es geopfert. Ja, wobei der ist auch nicht viel besser. Sogar eine Gottheit ist auch nicht gut. Oder schwarzes Loch, das wäre jetzt auch geil. Wahrscheinlich keins von beiden. Nein, aber eine Lichtkarte, die uns gerade fett den Arsch gerettet hat, ey, geil. Gut. Haben leider verloren. Aber immerhin kam die Lichtkarte. Klar, ich habe dich 4-mal hintereinander easy erledigt, so. Du hättest jetzt nur gewonnen, weil du Raigeki auf der Hand hattest. Und ein 2-2-Monster. Während ich einfach keine Lichtkarte gezogen habe, was schon bitter ist. Aber schön, dass du die Karte im Verteidigungsmodus spielst. Danke! Eine Raigeki ist schon mal weg. Ich weiß nicht, wie viele er hat. Bestimmt 3-mal. Also ich würde die Karte sowas von 3-mal spielen. Hier ist ja keine verbotene Liste. Glaube ich jedenfalls. Der ist übrigens neu. Diamantkrieger, denke ich mal. Was heißen? Okay. Na, vielleicht hätten wir schon in dieser Runde gewonnen gehabt. Scheißegal. Wir haben jetzt gewonnen. Sofern das Spiel nicht abhört und es stürzt mich ab, geil. 5-mal gegen dich verloren. Das ist verrückt. Ein Sterblicher. Du solltest geopfert werden. Damit kommst du nicht durch. Ich kehre zurück, merk dir meine Pforte. Wir kriegen einfach keine Karten. What the fuck, was soll das? Für Karten. Gut, ich bin Isis, Seherin der Zukunft, Hüterin der Millennium-Zeitskette. Hast du das Herz eines Duellanten? Dann nimm es 5-mal mit mir auf. Ja, wenn es auch nur 5-mal blieben würde, wäre geil. Aber ich glaube, die haut mir jetzt richtig einen rein, ne? Uff, Amazone. Warte mal, Wasser? Okay. Die hat Wasserkarten, das ist nicht gut. Wir haben viele Feuerkarten. Also einige auf jeden Fall, ne? Nein, Bandkreis. Haha! Nein! Das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich sind die aktiv. Ich hab Verteidigungsmodus.
gut, das ist bitter. Er hätte jetzt permanent Angst vor der Raigeki, deswegen habe ich jetzt nur diese Monster hier gespielt. Aber sie hat nichts auf der Hand. Das freut mich selbstverständlich. Dann bist du dran. Die Hand ist soweit gut. Geballt ich erstmal. Schauen, ob sie den jetzt angreift. Ja, tut sie, aber... Ach komm schon, was ist das bitte? Dreimal! Dreimal! Was ist los? Ah, fuck Gott heute. Weißt du was? Machen wir den YOLO-Move hier. Spielen ihn auch in Verteidigung. Aber wir können ja eh nichts machen. Nein. Gut, dann setze ich meinen Weißen jetzt in den Angriffsmodus. So, du kannst mir jetzt keine Lichtschwerter mal reindrücken, Kollege. Nein, aber Wandkreis, das gibt's doch gar nicht. Really? Wieso sind die... Hä? Ne, warte, ich kann da angreifen. Okay, ich kann angreifen. Hä? Ich habe überlesen. Da stand, sind noch aktiv, so. Ach, komm schon. Spiel. Ach, Mann. Müssen wir nochmal. Mann, das war jetzt gerade so ätzend. Und wir dürfen den Scheiß nochmal machen. Ach, Mann. Das ist ätzend. Das ist nicht nett, Leute. Das ist nicht nett. Aber sie ist machbar. Nur sehr nervig mit den ganzen Karten. Lichtschwerter zum Beispiel und Megamorph und Bandkreis und scheiß Träume. Kommt ihr mit einer 2000er-Karte schon wieder an, ey. Na komm, dann zerstören wir uns gegenseitig. Ach komm schon. Eine Schattenkarte brauche ich. Das ist blöd. Naja, klar. Ach, geht auf alle! Geil. Aber die zerstöre ich dir trotzdem. Na, krasser Scheiß. Echt? Also ich hatte jetzt ernsthaft erwartet, dass da irgendwie eine Fusion aus irgendeinem Wasserviech wird. Naja, gut, jetzt hat's die Tante da. Die natürlich auch noch eine Gottheit ist. Wieso ist das eine Gottheit? Meine Güte. Kann ich nicht töten. Oh, das ist bitter, ey. Dann gibt's nur eine Karte, mit der ich gewinnen kann. Ne, zwei. Weißer und schwarzes Loch. Die hätte ich jetzt gerade echt ziemlich dringend gebraucht, so. Habe jetzt auch nicht so ganz verstanden, warum ich die nicht gezogen habe.
Ja, heute extrem fett geholfen. Ach ja. Na gut, haben wir das Duell verloren, weil... Ja. Zwei mystische Hälfte, keine Schattenkarte und... Jetzt ziehe ich keine schwarze Lochkarte. Warum nicht? Ist im Grunde scheißegal, weil wir haben verloren. Ja, ist halt auch kacke, dass die Kosmin-Königin dann mal wieder Gottheit ist, so aus Prinzip so. Ach, da stürzt das Spiel jetzt nicht ab, ne? Mhm. Ganz merkwürdig. Das Teil stürzt nur ab, wenn wir gewinnen. Ach man. Gerade haben wir gewonnen. Trotz dreimal hier Lichtschwerter. Die uns um die Ohren gepfiffen wurde. Geil. Na klar. Hm. Ja gut. Hast du dann nur einmal noch. Hast du noch zweimal die Karte? Och man, willst du deine verfickte Gottheit schon wiederholen, ey? Meine Fresse, lass mich doch einfach deine Monster killen, ey. Meine Fresse. Nein, ich muss muss Dings spielen, ey. Boah, ich hasse sowas, ey. Ach. Ja, die kannst du angreifen. Wahrscheinlich greift er jetzt mit der anderen. Ach komm schon! Ja, natürlich sind die noch aktiv, weil YOLO. Alter. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen genervt. Bisschen ist untertrieben. Ich bin richtig genervt gerade. Hammer! Wie macht ihr das? Jetzt so mal ganz im Ernst so. So überleitvoll, so. Eine Karte, ein Lichtschwerter weg. Zweite kommt sofort, bam! Hammer sowas, ey. Richtig geil, ey. Ja. Also so eine 2000er Karte, die wäre jetzt gerade richtig geil. Also so richtig BAM. Aber die sehe ich irgendwie nicht. Wo auch immer die sein soll. Keine Ahnung, jetzt sind es irgendwie so die kleinen Dinge. Mario, ja kurz. Wenn man die 2000er zerstört, das ist schon mal geil. Aber wir dürfen immer noch nicht angreifen. Natürlich sind die noch aktiv. Hilft mir nicht. Als eine 1-9-Karte ist, ey. Na gut, wir haben eh verloren, weil... Keine Ahnung, also jetzt fehlen die 2000er-Karte. Wo auch immer die sind. Ich habe genug in dem Deck. Naja, und auch Schwarzes Loch lässt mal wieder auf sie warten, weil... Da. Naja, gut. Hallo, ich will meinen ersten Sieg gegen die haben. Man, so schwer ist das doch gar nicht. So, hoffentlich mal. Jo. Wow, First Round 2000. Gut, dass ich eine Dämonenkarte habe. Ja, 2-5, geil. Sauber. Schatten. Waren das Träume, die machen, ne? Ja.
War ich mir jetzt gerade nicht sicher. War klar. Aber sie hat kein Monster gezogen. Und danke. Wir haben den ersten Sieg endlich. Geisterbücher. Aber die kostet einen Nerven, meine Freunde. Die kostet Nerven. Jo. Na, Schatten wieder. Nee, warte. Licht ist die. Gut, dass ich meine Schattenkarte habe. Jetzt kommt, jetzt gilt das, was sie als nächstes macht. Also diesen Zug jetzt. Sie macht nichts, geil. Haben wir gewonnen. Ah, oh, cool. 2-3, glaube ich, steht für sie. Große rote Seeschlange. Eine gute Karte. War klar. Ich wusste, es ist diese Karte. Und jetzt kommt Gottheit. Habt ihr eine Schwester? Okay. Wo sind meine Waldkarten? Doch eigentlich genug. Also jetzt wäre so die der Moment, wo das helfen könnte. Und zwar richtig. Ach Leute, wo sind die Waldkarten? Das ist mal ganz im Ernst. Sonst kill ich die Leute easy mit meinen ganzen Waldkarten. Ich meine, Mai habe ich einfach nur weggefegt, weil ich zig Waldkarten in der Hand hatte. Und jetzt wischt die mir hier mit dem Boden wieder auf, oder was? Weil ich einfach keine Karten ziehe, oder was? Wow, Willy. Wow. Hat gewonnen, 2-4. Geil. GG, meine Freunde, mal wieder. Hammer. Weil ich keine Waldkarten ziehe. Ey, ist das irgendwie möglich oder so? Ich meine, dass du überhaupt Harpien hat. Ach, das ist Wald. Geil. Wo warst du gerade? Da habe ich dich richtig geil benötigt, Mann. Aber richtig. Ja, Verteidigung, Bannkreis, kannst du machen. Woher wusste ich das wohl? Aska? Hätte ich mal eine Karte, die ich in der Hand hatte. Achso, du hast nur 400, scheiße. Na gut. Reicht trotzdem aus für dich. Boah. Hammer sowas, ey. Ja, klar. Ja, natürlich, Megamorph. Und dann auch noch die so eine Karte. Hammer, ey.
Ach man, jetzt bin ich sofort wieder in der Bedrängnis. Weil ich keine Schattenkarten tassiere. Oh, das ist doch nicht euer Ernst, Mann. Ja, jetzt haut sie rein. Zieht eine geile Karte nach der anderen, ey. Träume. Beides Licht. Hilft uns nicht viel. So, noch eine 9. Ne, 2, 3. Ah, das ist kacke. Ach Leute, wir hatten gerade gewonnen. Gibt's doch gar nicht, ey. Gut, sie ist wahrscheinlich so die stärkste von allen Gegnern. Du hättest mich gerade so fett den Arsch retten können, Kollege, aber das ist sowas von verkackt. Herzlichen Glückwunsch. Dafür. Großartig. Der ist sowieso. Der ist sowieso Finish. Also jetzt hat sie Gottheit auf dem Feld und Gottheit fickt einfach, weil YOLO. Schattenkarten kommen einfach viel zu spät, ey. Meine Fresse. Das hätte so easy gehen können, aber no. Schatten wollten einfach nicht kommen, obwohl wir zig Karten im Deck haben, ey. Ja, von allem irgendwie zig Karten, aber irgendwie ziehen wir es einfach in dem Moment nie. Wieso auch immer. Könnte sowas von helfen, aber hey. Wie jetzt auch gerade. Wieder auch nix. Nix. Jetzt ruft der Gottheit wieder, weil... Hat's auf der Hand, weil... Ist halt so... Ja, Gottheit wieder. Und schon sind wir wieder am Arsch, weil wir jetzt nur schwarzes Loch spielen können. Und ihr kennt mich und ihr kennt dieses Deck. Das sieht es einfach nicht. Diese Schelf ist da drunter. Sag ich doch. Also Heilige Elf heißt sie, aber scheiß drauf, ey. Oh, immer diese scheiß Gottheit, ey. Meine Fresse, geht das mir auf den Sack, ey. Und schwarzes Loch haben wir jetzt schon seit keine Ahnung wie viel Duellen nicht mehr gezogen. Das würde mir jetzt gerade so richtig fett den Arsch retten, aber nein! Keine schwarzes Loch für mich. Oder? Nö, warum auch? Alles klar, hast ganz easy gewonnen, weil... Ups. Bin ich jetzt... Nein, geh nicht, will ich doch gar nicht kämpfen. Du bist meiner nicht würdig, deswegen. Meine Fresse ist die Kacke, ey. Ja. Wo warst du? Gerade hättest du so fett deine Hilfe gebraucht, ey. Aber richtig fett. Ja, lass mich einfach nicht angreifen, weil YOLO. Scheiß einfach drauf. Wer will schon angreifen heutzutage, ey? Hauptsache, du greifst an. Danke. Wie auch immer die 2000er Karte einfach so easy. Junge, die zieht Karten, meine Freunde. Das gibt's doch gar nicht. Ja, komm. Ach ne, warte, du bist Schatten, ne? Na, fuck. Na, jetzt haut's aber rein, wa? Ach, Jimmy, die Elf war da verdeckt. Krass. Natürlich sind die noch aktiv. Du sollst mir den Zug noch retten. Tust du auch. Oh, komm, Mann. Was willst du noch machen? Doppellichtschwerter. Hammer. Lass ich so. Yo. 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 Ja gut, sie zieht nicht keiner ihrer Gottheiten. Was an sich ja natürlich schön nett ist, so, ne? Kaboom. Da zieht die einfach mal nur... Hat sie alle 5 Karten draußen, ey. Jo.
Mhm. Ja gut, ich kläre sowieso jetzt schwarzes Loch. Weil lohnt sich einfach fett. Mit dem 1-5-Monster hätte ich jetzt nicht viel mehr machen können, leider. Okay, Gemini 11. Kommt 1-9 noch drauf. Den habe ich immer noch nicht gespielt. Ist wohl auch neu. Ich weiß gar nicht, haben wir sie jetzt zweimal besiegt oder ist das das dritte Mal? Meine Güte, ist die Kacke, ey. Das ist mal ohne Witz, die ist richtig Kacke. Unnormal schwer. War sowas von die richtige Entscheidung, sie zuletzt zu machen, ey. Jo. Ja, ist in Ordnung. Greife ich eben nicht an. Gottheit, ne? Ja, natürlich. Ne, hab ich. Okay. Cool. Warum nicht gleich so? Boah, ich hätte dich so vernichtet, ey. Jetzt kommt Gottheit. Natürlich, sie zieht natürlich die... Hallo, reicht mit Lichtschwertern, ne? Ich will auch mal angreifen. Und zwar mal richtig. Hammer sowas, ey. Krass sowas, ey. Und jetzt sieht ihr auch noch Monster. Immer nur Monster. What the fuck? Ja, also natürlich sind die noch tief. Boah, ein 2000er Monster hätte mir jetzt so fett den Arsch gerettet, Leute. Aber hey. Ja gut, hätte mir jetzt nicht mehr geholfen, weil... Ey! Kannst du mir mal sagen, wie das geht? Jetzt mal... No joke. Was für eine Hand hat die immer? Jo, die zieht alles Mögliche hier. Immer perfekt. Ja, haben wir jetzt keine Chance mehr, weil 2, 4, 5... Noch ein Monster? Nee, aber ein Opfermonster. Geil! Hammer! Junge, die hatten fast einen Straight Flush, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Die hat fast immer einen Straight Flush in der Hand. Ah, jetzt sind sie nicht mehr aktiv. Danke. Ich will aber auch gar nicht mehr angreifen, weil ich verloren habe, ey. Was bringt mir dann einen Angriff? Hätte ich gerade alles machen können. Ich hätte die komplett auseinandergenommen. Weil sie nur das 1-3-Viech-Monster draußen hatte. Aber wie oft haben wir jetzt gegen die verloren? Zu häufig, ey. Ach super, jetzt hast du eine heilige Elfe auch noch draußen, ey. Aber hier haben Schattenviech draußen. Das zerreißt dich jetzt komplett, ey. Scheiß auf deine Drecksverteidigung, ey. Meine Fresse ist das... Ja, hol mir ein schwarzes Loch rein. Als ob du keine Handkarten hast. Ja, dann behalt mal deine Hand, ey. Wahrscheinlich ziehst du jetzt nochmal zig Lichtschwerter nacheinander nach. Weil YOLO... Was ist das? Jau! Hammer! Heiliger Elf! Metamorphose! Lichtschwerter! What the fuck? Willst du mich verarschen oder was? Ey, wie kann man nur so geil nachziehen, ey? Unerklärlich für mich, ey. Unerklärlich. Junge, hast du einen Straight Flush bis zum Abwinken, ey. Gut, wir haben eine Waldkarte. Danke. Du hast mit dem richtigen Monster an. Natürlich sind die immer noch aktiv.
Jetzt kann ich angreifen. Aber Leute, Hammer, was ist das bitte? Unnormal. Die zieht eine geile Lackkarte nach der anderen. Schwarzes Loch. Das ist einfach geil. Das ist einfach nur geil. Und du so welche Gegner hast, meine Fresse, brauchst du nichts mehr. Du brauchst keine Freunde mehr, du brauchst keine Feinde mehr, die zerstört dich einfach easy going, ey. Meine Güte, ey. So, ich hoffe viermal ist das jetzt gewesen. 6 Sterne für ein Monster, was ich niemals spielen werde, ey. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir jetzt aufnehmen. Ist mir gerade auch komplett egal, ich will die jetzt erledigen. Ja. Neko Guard, okay. Naja, sie hat eine volle Hand. Als ob sie nur gewartet hätte, das zu spielen. Das mal so ohne Witze, ne? So, Gottheit. Nein, Harpyon. Weißer Drache vielleicht? Okay. Windmonster haben wir leider auch nicht in der Hand. Waldmonster meine ich. Tut mir leid, Leute. War klar, dass sie die in der Hand hat, ey. Und Gottheit. Natürlich. Die scheiß Gottheit mal wieder, ey. Meine Fresse, geht mir die auf den Sack, ey. Ja, weil du nicht vernichten kannst. Die chillt bis zur Unendlichkeit ihr Leben, ey, weil du sie nicht wegvernichten kannst durch irgendwelche Typen. Jo. Boom. Wir haben sie 5-mal besiegt, ich glaub's nicht, ey. Wie geil. Endlich. Meine Fresse, war die nervig. Ich hab 5-mal verloren. Dein Mut hat dich zum Sieg geführt. Ja, danke. Scheiß Gegner, ey. Ja, leider kommt der Horizus immer gerne wieder. Aber auch viel gequasselt haben jetzt gerade. Und wir haben die nächste Stufe erreicht. Und es ist der gute Dark Knight oder Dark Niete. Ich denke mal Dark Knight. Sehr starker Gegner. Wir versuchen mal unser Glück. Du kamst durch viele Gefahren hierher. Ich bin Dark Knight oder Dark Niete. Siege 5-mal und du bekommst ein Passwort von mir. Jetzt sind erst Thrones, okay. Ja, der Typ hat alles Mögliche. Sehr mächtige Karten. Sieht man ja gerade, ne? Opfert meine Karte einfach so YOLO-haft mäßig. Naja, 5-mal müssen wir ihn besiegen. Meine Lieblingskarte. Lichtschwerter! Scheiß auf deinen Zug, du kannst nicht angreifen.
keine Windkarte leider in der Hand. Jirai Gumo, really? Hammer, ey. Ich hoffe, damit greift er jetzt mit Jirai Gumo an. Wandschatten. Wandschatten, okay. Dämon. Insekts. Zerstören wir mal mit Eichel Schwertkämpfer. Natürlich hast du nur noch drei Gegner in deiner Hand. Ja, der hat alles. Schwarzes Loch, Raigeki und Lichtschwerter. Alles dreimal, weil geil. Okay, Hütte des Thronsalz war das. Kommt nochmal ins 1-8-Monster. Weil wir können ja nochmal hoffen. Die Musik ist ein bisschen merkwürdig. Aber wir haben doch tatsächlich gewonnen. Ich verliere nicht. Ich bin der Herr der Karten. Ich bin unbesiegbar. Ihr habt trotzdem gewonnen. Ein Drachenzombie. Naja, solange du keine scheiß Karten spielst, wie das zum Beispiel. Golem. Ich finde es immer gut, dass die Zauber machen. Ja, geil. Opferst du jetzt, ne? Nein, du greifst damit an. Und behältst die Karte. Okay. Laut meines Wissens aber Wendel des Herzens ein bisschen anders. Wieder Gehirnwäsche, ey. Pfff, Jirai Gumo mal wieder, ey. Boah. Oh Gott sei Dank habe ich eine Feuerkarte. Meine Fresse. Lass meine Monster noch mal leben, ey. Junge, was für ein Ziehglück hat er bitte, ey. Zieht jede Runde Raigeki. Bam! Hammer, ey. Nochmal? Nein, Wandel des Herzens. Und er darf meine Karte wieder hören, weil Wandel des Herzens. Hammer sowas, ey. Gut, dass ich eine 2000er Karte gezogen habe, ey. Kannst du mir mal sagen, was du mal nicht ziehst, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Lichtschwerter. Das ist Kacke. Hier, weißer. Angriff und zweite Mal besiegt. Danke. Mein Schüsse spielen gerade nicht ab. Das wäre so zum Kotzen.
Natürlich hat er sehr starke Karten wieder auf der Hand. Oder auch nicht. Darf gerne so bleiben. Also wenn er jetzt nichts macht, geil. Dass wir mal ein schwarzes Loch in der Hand hatten. So. 3-1, glaube ich, ne? Ne, 3-0 noch. Kerkerwurm. Naja, ist in Ordnung. Ach, deswegen hast du Lichtschwerter gespielt. Ich dachte schon, warum spielst du in der First Turn Lichtschwerter? Jo. Nimm mal ein Monster, bitte. Jo. Zum Tür. Dann greift den Ball bitte an. Tschabum. Ah, da sind die noch aktiv. Nicht mehr aktiv, das ist gut. Na, wir können in diesem Zug nicht gewinnen. Das ist blöd. Doch, können wir. Ach, sorry, habe ich mich verzählt. 4-0. So, noch einmal. Magisches Labyrinth. Gut, jetzt hatte ich Glück, dass ich die Karte nachgezogen habe. Natürlich, Raigeki mal wieder. Nochmal Jiraigumul, echt jetzt? Hammer sowas, ey. Sollte verboten werden. Hammer, ey. Raigeki, Jiraigumul. Gott sei Dank zwei Feuerkarten gezogen, ey. Alter, dann machst du dich nicht mit beliebt. Glaub mal. Natürlich hast du Lichtschwert in der Hand. Natürlich. Jo. Ach komm! Lass mich angreifen, Alter! Das gibt's doch gar nicht, dass er zweimal hintereinander die geile Karte zieht wieder, ey. Hammer sowas, ey. Wald. Darf ich jetzt angreifen? Nein. Und jetzt spielt er Raigeki. Nein, noch was viel Schlimmeres. Ja, natürlich.
Ne, One-Shotten, okay. Die Karte kannst du nicht mehr rufen. Dreimal. Das gibt's doch gar nicht. Wie viel Glück muss man bitte schon im Leben haben, ey? Scheiß Computer, ey. Ach, warte. Sieht er ja jetzt gerade. Ja, fuck. Das war dämlich. Och komm, ernsthaft? Wie? Wieso hat er eigentlich immer die geilen Karten wieder auf der Hand? Das ist genauso schlimm wie Isis, ey. Natürlich sind die immer noch aktiv, weil YOLO. Meine Fresse, verpisst euch mit den Scheißkarten, ey. Natürlich Megamorph. Ist ja nicht so, als wenn ich die ganze Zeit gewartet hätte, ihn zu vernichten. Na, danke, jetzt will ich gar nicht mehr angreifen, ey. Ach doch, warte, ich habe ein Feuermonster. Kann ich dir den wenigstens wegnehmen? Jetzt gewinnt der auch noch! Hammer, ey! Drei fucking Lichtschwerter! Fick dich einfach. Ganz ehrlich. Du bist zum Kotzen, ey. Hammer, ey. Junge, wir hätten easy gewonnen. Aber drei Lichtschwerter. Dreimal hintereinander. Hammer, ey. Ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Ja, Gehirnwäsche, opfer mein Monster mal wieder für eine YOLO-Karte. Oder zieh komplett durch. Aber schön, dass du mein Monster gestärkt hast. Finde ich cool. Danke, dass ich wieder kriege. Jo. Meine Fresse. Ja gut, aber damit hat er jetzt keine Handkarten mehr. Auch wenn wem das wahrscheinlich wenig stören tut. Jetzt kurz gucken, Schatten. Wobei mit Träumen hätte ich wahrscheinlich auch besiegen können, aber... Das ist doch gerade egal. Das ist ein Ziehglück, Leute, das glaubt man nicht. Immerhin habe ich schwarzes Loch gezogen. Das ist ein Ziehglück, das glaubt man nicht, ey. Meine Güte. Aber wir haben gewonnen. Fünf Niederlagen gegen einen Sterblichen, das ist übel. Ich werde mein Wort halten. Hast du einen Stift? Schreib auf. So, warte mal. Wo haben wir einen Stift? Gut, dann schreiben wir mit... Bleistift. Ich glaube, ich habe hier echt keinen Stift. Sieht schlecht aus. Naja, gut. Geht ja auch so. So, gucken wir uns das Passwort an. 4, 2, 3, 8, 2, 4, 4, 3. Verliere das Passwort nicht. Slot Machine. Cool. Weil... Oh, wir haben Yamiyuki. Cool. Also ein Dark Nito. Aber ich wüsste jetzt gerne, was das Passwort sagt. Zwei, vier... Drei. Ah, cool, Credits.
Ja, cool. Ja, Fortsetzung folgt. Gut. Da kann ich nicht viel machen mehr. So, machen wir mal zurück. Also, wir haben jetzt die Credits gesehen. Aber wir haben ja noch gesehen, wir haben noch hier Yami Yuki. Ich bin Yami Yuki, Seele des verschollenen ägyptischen Pharaos und Geist des Millennium Puzzles. Mein schwarzer Magierstapel erwartet dich. Ja, kämpfen wir jetzt gegen Yami Yuki. Gucken wir mal. Also ich weiß, wenn wir ihn fünfmal besiegt haben, passiert nichts. Wow. Ich habe kein Windmonster dabei, na ja, geil. Ah, scheiße. Fusion. Uff. Gut, dass ich eine Windkarte habe. So. Okay, jetzt zeigt er mir Error an. Ja, Leute, wir sehen uns gleich nochmal.